Hi Leute, schön, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Folge Don't Even Think. Ja, letzte Folge hatten wir eine sehr, sehr geile Runde. Also letzte Runde hat mir wirklich verdammt viel Spaß gemacht. Da waren wir mit den zwei anderen Jungs aus unserem Team zusammen unterwegs. War echt cool die Runde, hat mir Laune gemacht, auch wenn wir da nicht Erster geworden sind. Oder was heißt Erster? Ja, sagen wir eher so entkommen sind, ja. War natürlich schade, aber die Runde hat echt Laune gemacht. Vor allem der letzte Kampf in der letzten Runde. Der hat echt gut Laune gemacht. Und jetzt bin ich auf jeden Fall wieder alleine unterwegs. Einer meiner Teamkameraden ist jetzt schon draufgegangen, leider. Und der andere war sehen. Vielleicht treffen wir uns ja mit dem zusammen. Wage ich aber leider zu bezweifeln, diese Runde. Ja. Ich glaube, diese Runde wird wieder so eine Runde, wo ich mehr oder weniger der einsame Wolf bin. Darauf wird es, denke ich mal, hier wieder her hinauslaufen. Ja. Ich habe mich eben leider ein wenig verdrückt. Die Granate wollte ich nämlich eigentlich nicht werfen. Aber nun gut. Aber nun gut. Wir brauchen jetzt erstmal noch ein paar Waffen. Ja. Und ich bin jetzt auch eben nicht gelandet bei einem großen Ort, wie ich das eigentlich wieder vorhatte. Ja, ich wollte ursprünglich jetzt jedes Mal bei einem neuen, anderen großen Ort landen. Wir machen es aber ein bisschen anders. Wir sind ja jetzt hier in der Nähe von einem großen Ort und dort schauen wir uns mal um. Und zwar hier bei Lumbermill. Oder Miel? Lumbermill? Miel? Ja, dort schauen wir uns mal um. Warum wir das machen, liegt ja daran, weil ich noch so die großen Orte, weil ich die halt einfach noch nicht so kenne, noch ein bisschen auswendig lernen möchte, ja. Von den Gebäuden her, etc. und so. Und halt einfach die Gegend noch ein bisschen kennenlernen möchte an sich. Damit ich halt die Karte auswendig immer mehr kenne. Damit hängt das einfach zusammen. Und halt auch, um euch halt mal die Städte zu zeigen, wie die so ja aussehen und weil ich es ja auch selber alle mal sehen möchte. So, wir nehmen die lila Schrotflinte mit. Auch wenn ich die Winchester mehr mag. Lila ist halt stärker. Ich habe hier gerade Schüsse gehört. Ja, ich glaube, es ist aufpassend gleich angesagt hier. Naja, bestimmt nicht gleich, sondern eher gesagt jetzt schon. Ja. Noch ein bisschen stärkere Rüstung wäre auf jeden Fall ganz nett. Dann gleich mal noch ein paar Äpfel mehr sammeln. Dort vorne ist so ein aktives Loot-Ding. Da rennen wir gleich mal ganz fix noch hin. Erstmal ganz kurz noch die Kiste hier öffnen. Nochmal eine lila Schrotflinte. Ich merke schon, das Spiel wirft gerade gerne mit lila Schrotflinten um sich. Ja. Ein lila Sturmgewehr wäre dann nochmal ein bisschen schöner. So, was haben wir hier? Ein lila Sturmgewehr, aber leider das mit dem Visier. Ja, davon bin ich nicht so ein großer Fan, muss ich an der Stelle sagen. Auch wenn ich das eigentlich mal spielen wollte. Ich will aber jetzt gerade lieber auf Nummer sicher ein bisschen gehen von den Waffen her. Und den Ort hier finde ich auf jeden Fall eigentlich ganz cool, so diesen Sägeort. Ne, ich jetzt einfach mal diesen Holzfällerort. Ja. Also der Ort ist auf jeden Fall eigentlich ganz cool so an sich. Ist sogar ein Ort, der nicht mal allzu groß ist. Dafür, dass es halt ein größerer Ort ist, ist der gar nicht so sehr groß. Klar, jetzt sind hier schon eigentlich ein bisschen mehr Häuser, ja, als sonst in den Regionen, aber der Ort geht schon eher nach klar, anstatt jetzt so ein ganz großer Ort. Also da gibt es größere Orte, sagen wir es mal so einfach. Und ich würde mir den Loot-Raptor schnappen wollen. Mist. Das ist ein anderer Spieler. Nein, nicht einer. Nicht nur einer. Leute, wir sollten aus da wegrennen. Das sollten wir, glaube ich, wirklich tun. So.
Mist, von zwei Seiten. Schade. So Leute, jetzt hier in der zweiten Runde angekommen. Und ja, wollen wir mal sehen, wie diese so wird. Wir fliegen auf jeden Fall hier wieder in das gleiche Gebiet. Ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Aber wir werden auf jeden Fall nicht viel dort machen. Wenn nicht sogar gar nichts, sondern einfach mal hier direkt weitergehen. Und zu ein paar abgelegenen Hütten. Gehen wir uns dort oben. Zu dem Bereich. Und einfach mal hoffen, dass dort niemand anders hingeflogen ist. Ja, hoffen wir jetzt einfach mal. Aber auf jeden Fall dort hinten sind gerade andere Spieler hingeflattert. So, wie sieht's denn hier aus? Okay, da drin ist eine Kiste und soweit sehe ich hier niemanden. Zwei Kisten sogar. Sehr schön. So, ein Helm und eine Waffe schon mal. So, was haben wir hier? Zack, zack, zack. Gut. Wir haben das Sturmgewehr mit dem Visier drauf. Und unsere Schrotflinte hier. So, was haben wir hier drin? Jawohl, eine lilane Schrotflinte. Sehr schön, der Loot geht doch schon erstmal so für den Anfang klar, wie ich finde. Und dort unten haben wir eh auch noch ein paar Häuser. Andere Spieler sehe ich jetzt zumindest von hier aus auch nicht dort unten rumrennen. Moment. Nein. Ich dachte gerade, ich habe Schritte gehört, deswegen habe ich mich ganz kurz nicht weiter bewegt und auch nichts gesagt, weil ich ganz kurz einfach nur lauschen wollte. Weil ich dachte, ich hätte Schritte gehört. Aber zum Glück war das nun nicht der Fall. Naja, ich sag mal so, mit einem, glaube ich, würde ich noch fertig werden. War halt nicht, wenn mehrere direkt auf mich drauf gehen. Dann habe ich es halt schwierig. Wenn ich so alleine unterwegs bin. Das Ding ist aber, ich will halt auch nicht unbedingt immer mit meinen Partnern gehen, weil ich nicht unbedingt jedes Mal in so eine große Stadt möchte. Das ist halt das Ding. Viele tun halt, die anfangs sofort in so eine große Stadt fliegen, dann dadurch draufgehen. Aber wenigstens hat einer meiner Partner hier das überlebt. Ja, der rennt dort vorne. Mal sehen, vielleicht können wir uns mit dem gleich zusammentun. Wäre auf jeden Fall recht schön, ja. Wären wir nicht komplett alleine. Also irgendwie beachtet er mich gar nicht, sondern rennt einfach weiter. Ich glaube, das ist dem herzlich egal. Dass wir zusammengehören und so. So. Zeig mal den Loot her. Hallo, ich würde mir das gerne mal anschauen. Okay, ich nehme mal deine AK. Ich schätze mal, die brauchst du nicht mehr. Danke. Dafür. Gut, Partner. Lass uns mal hier weitergehen. Ist der hinter mir? Er ist stehen geblieben. Okay, er kommt. Gut. Ja, dann bin ich jetzt wenigstens nicht ganz alleine unterwegs. Zu zweit ist besser als komplett allein. Moment, ist dort vorne jemand? Dort vorne bewegt sich was. Ich glaube sogar, das ist eventuell ein Werwolf. Der sich noch nicht verwandelt hat. Lass uns da mal schnell hin. Hey, was ist das für einer? Der Typ rennt irgendwie so irritiert. So. Okay. Den haben wir erledigt. Bloß leider habe ich jetzt Sturmgewehr-Kugel-Munitionsprobleme. Ja, also ich brauche auf jeden Fall Sturmgewehr-Munition wieder. Und ein paar Äpfel müssen wir dann gleich mal noch holen. Und halt auch Heilung brauchen wir auch noch. Ich brauche noch vieles.
Jetzt nehme ich mir mal hier noch kurz ein paar Äpfel. So. Boah, da oben liegt da einer. Armer Kollege. Armer Typ. Ja. Dort vorne ist auf jeden Fall nochmal eine Kiste. Mal sehen, vielleicht lässt unser Partner ja was Praktisches zurück. Bisschen Munition vielleicht. Halt, hier kommt ein Airdrop. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir das mal probieren, zu zweit den zu holen. Auch wenn ich jetzt schon kommen sehe, dass wahrscheinlich uns das nicht richtig aufteilen werden. Es wäre schön, wenn ich mal irgendwie einen Partner hätte oder so, mit dem ich das alles so ein bisschen aufteilen könnte. Ja, ich nehme das, er nimmt das. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Was leider wird es halt darauf wieder hinauslaufen, so kommt mir nämlich gerade auch schon zuvor. Wir kämpfen darum, wer kriegt den Loot. Das fällt mir nämlich gerade sehr stark auf. Ja, da ist die Sturmgewehrmunition weg. Aber nun gut. Naja. Wir kennen uns halt nicht. Und ja. Wenn man sowas mit Freunden spielt, ist es halt natürlich dann schon noch ein bisschen besser als mit Zufälligen. Mit einem Zufälligen spielst du halt nicht gern unbedingt als Team. Ja. Zumal du ja nicht weißt, ob du dem vertrauen kannst, so richtig auch. Zumindest kommt aufs Spiel drauf an. Ja. Ich meine, zumal man ja hier sogar die Teammates auch erledigen kann. Ja, das ist ja hier sogar auch möglich. Okay, Partner, hast du was gesehen? Ja, Loot hat er, glaube ich, gesehen. Nun gut, ich habe noch wenig Heilung. Ich probiere mir das mal zu holen. Ah, inaktiv. Dort vorne ist auch noch mal eine Kiste. Dürfte ich vielleicht noch etwas Sturmgewehrmunition bekommen? Hallo? Ich würde gerne hier auch rangehen wollen. Nein, Munition für meine Waffe leider auch nicht mehr. Schade. Da wirst du doch eigentlich langsam mal voll sein. Cold night has come. The air is getting freezing. Gut, er hat die Kiste dort, dann hole ich mir die dort vorne. So, Munition habe ich jetzt auch nochmal dazu bekommen. Sehr schön. Dann nehme ich mir auch noch hier das. Zack. Und hier vorne habe ich auch nochmal eine Kiste. So, wunderbar. Okay, Partner, können wir jetzt wirklich auch ein Team sein und bitte nicht probieren, uns jedes Mal hier mit dem Loot wie Gierige rumzurennen? Bei mir selber macht das auch keinen Spaß, wie ein Loot-geiler Dude hier rumzurennen. Ah, oh, ich brauche mein Loot so schnell, aber leider muss ich halt so machen. Ja, sonst kriege ich halt leider nichts. Das ist das Ding. Ich brauche halt auch was zum Schießen. Genauso wie Heilung. Heilung sieht ganz schlecht aus. Mit den zwei Spritzen kann ich mich nicht mal komplett voll heilen, falls ich jetzt ganz niedrig geschossen werden sollte oder verletzt werden sollte durch einen Werwolfkampf. Dann war es das für mich wahrscheinlich. Also Heilung bräuchte ich echt nochmal. Da drüben wäre nochmal was. Dort würde ich gerne mir nochmal das probieren zu holen. Es wird aber das Wettrennen wieder losgehen. Wer ist zuerst da? Und holt sich das? So.
Gut. Wenigstens eine stärkere Rüstung. Die bringt ja schon mal was. Die bringt ja auf jeden Fall schon mal was. Und wir nähern uns jetzt auch dem Ende. Ich sehe gerade, es gibt keinen einzigsten Werwolf mehr. Ja, die ganzen Werwölfe wurden erledigt. Nur noch andere Spieler. 10 Stück insgesamt sind wir hier. Und ich wurde beschossen. Oh, nachladen. Aua, 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 aua. Ja, was meinte ich? Jetzt brauche ich Heilung. Kriegt mich wahrscheinlich gleich ein bisschen voll. So. The dawn has come. Get ready for evacuation. Jetzt habe ich halt wirklich gar nichts mehr zum Heilen. So. Teammate, komm doch zu mir gekrabbelt, bitte. Ja, das war's für mich. Mein Teammate hätte es leider nicht mehr geschafft, herzukrabbeln. Schade. Ja. Ja, aber wie auch schon gesagt, es lag jetzt auch einfach am Loot. Ja. Hätte ich jetzt ein bisschen mehr Heilung gehabt, hätte ich mich heilen können und vielleicht noch den anderen Typen erledigen können. Weil ich hatte halt eine starke Rüstung, ja. Aber die starke Rüstung bringt nichts, wenn ich mich nicht heilen kann. Genauso wie leider auch meine Waffe für Entfernung schwach war. Schrot finde stark, aber halt auf Entfernung keine richtigen Schaden anrichten. Ja. War da jetzt auch ein bisschen Mist. Ich fände es sowieso irgendwie ein bisschen cooler, wenn das mit den Kisten und so ein bisschen anders hier geregelt wäre, manchmal, wenn man so mit anderen zusammenspielt. Ja, also irgendwie ist es hier ein bisschen manchmal blöd mit dem Loot so. Am besten wäre es halt, glaube ich, wenn es sowas gäbe wie Solo und nicht Dreier-Teams immer. Das wäre halt, glaube ich, am besten. Glaube ich persönlich. Aber andererseits muss man sagen, wenn es Solo gäbe, würde der Werwolf, glaube ich, jeden platt machen. Ja, das muss man dazu auch wieder sagen. Es sei denn, man geht halt kurzfristig Allianzen ein, aber das habe ich irgendwie noch nie so richtig bei jemandem mal gesehen. Aber nun gut, an sich hat es trotzdem Spaß gemacht. Ja, der Kampf gerade war auch ganz cool, ich habe den einen ja sogar noch erledigt. Ja, aber der andere dann. Ja, schade. Nächste Runde, denke ich, Werwolf wieder, ja. Und das war's an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.